Sie haben in Ihrem letzten Rundschreiben, ich meine, das war das letzte, darauf hingewiesen, dass es einen interessanten Zusammenhang gibt. Und das ist ein Zusammenhang, über den wir einmal kurz reden sollten. Es gibt viele Menschen, die immer wieder sagen, naja, also wenn man da auf diese Art und Weise hilft, wenn man vor allen Dingen medizinische Unterstützung leistet, dann wird das zu einer ganz starken Überbevölkerung in den Ländern der Dritten Welt führen. Sie haben darauf hingewiesen, dass das genau nicht so sein wird. Warum nicht? Ja, das stimmt. Ich habe ungern mich mit diesen Hilfsfragen beschäftigt am Anfang, weil ich dachte, andere Probleme werden dann noch verschärft, also das Bildungswesen. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Gesundheit verbessert, die Eltern kleinere Familien gründen, weil sie wissen, dass ihre Kinder auch wirklich aufwachsen. Jetzt haben wir kleinere Familien. Die großen Familien bedeuten, dass man nicht weiß, wie viele Kinder im Kindesalter sterben, dass also zwei überleben müssen, damit die Eltern, wenn sie alt sind, auch unterstützt werden. Die Erfahrung war für mich erstaunlich. Das ist an sich gegen den gesunden Menschenverstand, dass man, wenn man impft, man die Bevölkerungsstärke ganz erheblich verringert. Und dann habe ich losgelegt. Das war 2001, da habe ich diese Erfahrung gemacht. Und dann haben wir in großem Stil im Gesundheitswesen vor allen Dingen Impfstoffe gefördert. Bill Gates, bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Großartiges Engagement, sehr inspirierend, mit Ihnen zu reden. Herzlichen Dank.